So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge vom FIFA 19 Karrieremodus mit dem DSC Arminia Bielefeld. Tada! Und ich habe jetzt mal den Transfer Deadline Day übersprungen. Hab noch einen weiteren Spieler gekauft und das ist. Wo war man denn? Hier, Reece James. Im Tausch mit, Jonathan Klaus und 780.000. Denn der hat ein höheres Potenzial und mir wurde gesagt, dass ich den tauschen soll. Ja. Und sonst wollte ich eigentlich noch, hatte ich noch ein Angebot von Marlen Prietl bekommen. Haben sie auch angenommen, 2,85 Millionen, aber dann war der Transfer-Deadline-Day schon zu Ende. Mit der Aufstellung spiele ich jetzt in der Bundesliga gegen Regensburg und das nächste Spiel gegen Magdeburg simulieren wir. Denn, ja, Regensburg hat einen Punkt mehr und das würde ich gerne spielen. Also, zack, zack, gehen wir direkt rein. Halbprofi, warum hat sie das irgendwie auf Halbprofi umgestellt? Das will ich ja nicht. Der Rest passt alles hier. Der Rest passt. Machen wir die Tor-News noch an und dann geht es los. So, und da sind wir schon. Kein Ton? Ah, jetzt Ive Lane. Oder auf der Alm. Jetzt überspringen wir mal alles. Spielerdebüt. Reece James, Ablösesumme 780.000 Euro. Sehr gut, sehr gut. Jetzt überspringen wir alles. Und damit geht es los. Im. Boah, Scheiße, jetzt habe ich das gar nicht. Vierten Spiel? Vierte? Dritte? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt auch noch dran. Und Özcan spielt jetzt mal auf dem rechten Mittelfeld, weil der kann da auch spielen. Gucken, was der da so drauf hat. Jetzt haben wir erstmal Ab. Prietl. Oh. Ganz sich. Oh, gar nicht reingegangen. Schade aber auch. Schade. Und ich habe auch gesehen, gestern zumindest, dass die Folge extrem lang ist. Aber ich muss zugeben, ich möchte die auch nicht so gerne schneiden. Denn ich will einfach direkt alles drin haben. Von daher, scheiß drauf. Nochmal eine gute Chance von Alphonso Davies. Und was ich auch gemerkt habe beim Schnitt gestern die Folge, bin ich auf eine Taste gekommen und darum hat sich das Spiel minimiert. Oh, guck, geh ran. Und deshalb war die ganze Tonspur. War die ganze Tonspur asynchron. Oh Gott. Ranzig. Also nicht die komplette Tonspur, sondern die halbe. Oh, was machst du? Ist der bekloppt oder was? Ja. Einmal zurück. Jetzt aber komm, ihr müsst mal ein bisschen. Oh. Oh. Das gibt es nicht. Was ich noch geändert habe in der Startaufstellung ist, dass Jan Fiete Arp von Anfang an spielt. Davies auf die linke Seite gerückt. Genau. Reece James. Oh Gott, was war das denn? Und der kommt aber noch dran. Er kommt noch dran. Hartherz. Ah, wollte eigentlich auf Ab, hat aber nicht geschafft, der Sack. 15 Minuten gespielt, immer noch nichts passiert. Langsam mal hier was werden. Das ist eine gute Zeit. Schade. Und was wir vollkommen vergessen haben, zumindest ich jetzt, ist ein Scout. Wir haben ja kein Scout. Aber ich glaube, kann man ruhig mal verzeihen. Müssen wir mal gucken. Weil so viel Kohle habe ich jetzt auch nicht mehr. Los, geh ran ab. Schade.
Jetzt kontern die aber schnell, jetzt kontern die aber echt schnell. Sehr gut, Hartherz. Davis. Ja, Davis muss auch ein bisschen laufen dann jetzt, ne? Genau. Sprinte. Sprinte. Der kommt an. Der kommt. Nicht an. Gehen jetzt mal ein bisschen offensiv. Nach knapp 25 Minuten kann man das ruhig mal machen. Stehen die Spieler auch ein bisschen höher. Und dann hat Prietl auch mal Platz und versucht es mal. Ja. Schafft es aber nicht. 26. Minute. Jetzt aber. Nein. Davis ist etwas zu klein. Aber der hat einen guten Schuss, der Davis. Der hat einen guten Schuss. Muss nur zum Schuss kommen. Aber die stellen da alle so zu. Dann klappt das nicht. Komm schon, ich will 3 Punkte. Nee, ich hole aus diesem Spiel. Ich will 3 Punkte holen aus diesem Spiel. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Lauf ab, lauf. Scheiße. Vogelsammer, du. Ochse. Sehr gut. Geh ran. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Es scheint jetzt mal auf der anderen Seite. Wieder abgedrängt. Ah, kriegt den Ball auch wieder. Lässt ihn für ab und ab. Macht ihn nicht. Kacke. Scheiße. Egal. Egal. Oh, das war mies. Ich glaube auch, dass Davis einfach die falsche Rückennummer hat. Ich glaube, der braucht die 7. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wer hier die 7 jetzt hat. Aber der braucht die 7. Oder kriegt die 11. Ah, die 11 hat Salga. Jetzt mal! Verdammt! Oh Mann. Oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh, Halbzeit jetzt gleich schon. Ranzig. Was haben wir da? Transfer bestätigt. Oh yo. Milinkovic Savic für knapp 90 Millionen zu Barcelona. Oh, krass. Ich hätte auch gern 90 Millionen. Also für uns jetzt hier. Das wäre auch toll. Oh, ab. Oh. Das gibt es nicht. Scheiße. Lauf. Oh Mann. Warum fällt der da hin? Die Butterbirne. Mann. Scheiße, was soll das denn jetzt? Nein, abdrängen, abdrängen. Oh, ich hab den Ball gespielt. Ja, steh auf, er ist nicht verletzt. Er ist nicht verletzt. Oh Mann. Scheiße. Naja. Schön offensiv. Und weiter. Los. Kommt, Jungs. Ich will ein Tor für unseren Chor. Oh, oh Gott, lauf. Lauf, Davis, lauf. Ja. Ja, schön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Alfonso Davis, 48. Minute. Perfekt. Mann, oh Mann. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, überspringen wir. Und damit hat er sein 3. Tor in der 2. Bundesliga. Alfonso Davis. Der Pinselkopf. Nein. Hat er ja nicht. Julian hat einen Pinselkopf. Oh Mann. Da habe ich letztens erst wieder gesehen. Und war das Sonntag. Vorgestern. Oh Mann. Die lange Latte. Oh Mann.
Ey, ihr müsstet dir mal sehen, was der für einen Pinselkopf hat. Aber nein. Oh Gott. Schöner Seitfallzieher. Hat aber nicht ganz so geklappt. Nicht ganz so geklappt. Los. Ah, los, gehen wir nach vorne. Ja, spielt's jetzt mal hier. Was soll denn das? Oh, da kommt er. Ah, schade. Schön gedacht, schön gedacht. Oh, da kommt er sogar noch ran. Nein. Hätte ich mal nach hinten spielen sollen. Nicht so ganz ranzig zur Seite. Aber es wird immer Davis angespielt. Finde ich gut. Oh. Abseits. Das soll doch kein Abseits sein. Ich will noch nicht wechseln. Ich will noch nicht wechseln. Zack. Schade. Komm schon. Yo. Alter Schwede. Das war mies. War aber ein schöner Schuss. Lauf doch mal. Ey, wenn ihr Assis nicht lauft, dann kann ich da auch nichts gegen tun. Was machen die da jetzt? Hand. Was? Ja, los, komm. Özcan geht mal raus. Dafür kommt Massimo rein. Oh Mann. Alter, der Schuss, der war gut. Der war gut. Muss ich mir nochmal angucken. Später. Im Schnitt. Aber jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren, hier vielleicht die Führung ein bisschen aufzubauen. Warum fallen die denn alle hin? Und irgendwie. Die sind. Haben die alle einen Schwächeanfall oder was? Sehr gut. Salga! Was war das denn? Oh, der kam gut. Der kam gut. Oh, der war gar nicht so schlecht. Ab schon wieder am Ende. Sehr gut. Oh, Szenenapplaus. Schön mit der Brust angenommen. Ah nein. Oh, vertändelt. Aber nochmal ab. Oh, scheiße, der Drecks-Kack. Weiter. Oh, schön. Oh. Ja, ja. Christiansen kommt nochmal rein. Mir wurde gesagt, dass er ein bisschen mehr spielen soll. Oh. Gucken, ob das was wird. Versuchen wir mal richtig drauf zu brezeln. Nein, wird leider nichts. Schade. Schade. Aber jetzt nur nicht den Sieg in den letzten 20 Minuten hier ver. Baseln. Hätte es nochmal auf der rechten Seite mit Alfonso Davis und dann steht der Vogelsammer parat. Da, wo er stehen soll, stand er auch. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr gut. Gefällt mir. Davis bringt sich immer mehr ins Team ein. Schön. Schöner Kopfball, schönes Tor. Drittes auch für Andreas Vogelsammer. Yeah. Geil. Gefällt mir. Oh Gott. Könnten jetzt natürlich noch offensiver spielen, um vielleicht noch ein Tor zu machen. Oder wir gehen jetzt defensiv rein, aber ich glaube, wir lassen das erstmal so. Oh Gott, nein. Da war so viel Platz. Da war so viel Platz. Oh. Ja, okay. Da konnte ich nichts machen. 2:1. Regensburg mit dem Anschlusstreffer. Oh, scheinen sie aber alle. Okay. Ah, geh doch zu Netto. Wer war das denn? Oliver Hein. Leck mich. So, jetzt haben wir wieder eine Eintorführung. Das ist natürlich wieder immer ranzig und nicht so sicher. Und deshalb müssen wir jetzt vielleicht mal... Oh Gott, los, geh ran. Ups, sorry. Müssen wir jetzt vielleicht mal in den letzten 10 Minuten ein bisschen härter spielen. Aber ich will das mal wechseln. Und zwar geht Ab raus und dafür kommt mal Brady rein.
den auch mal ein bisschen spielen zu lassen. Weil er ab war jetzt nicht so der Burner. Kommt er da ran? Oder kommt er noch ran? Oh, da wurde ich aber ganz schön weggesenzt, ne? Ja. Das war schon hart an der Grenze, würde ich mal sagen. Der Ball war ja schon weg. Müssen wir nochmal angucken. Ne, das gucke ich mir jetzt doch nicht. Doch, gucke ich mir mal an. Zeig mal her. Ball ist weg. Zack. Ja. Nur auf dem Körper. Nur auf dem Körper. Oh ne, die Kamera ist ranzig. Oh, schade, ein bisschen zu kurz. Warum läuft denn Kamera weg? Vogelsammer. Jawohl. Jawohl, schön aus der Drehung. Nimm dir den Ball. Nimm ihn dir. Er gehört dir. Sehr schön. Zack, zack, zack. Schön mit links abgeschlossen. Gefällt mir. Geil. Und damit steht 3 zu 1. Und das heißt auch, ich weiß gar nicht, Tabellenführung? Kann sein. Oh. Oh, oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Die falsche Taste gedrückt. Ah, Hauptsache keine Karte. Ja, los, los, ganz ruhig, Jungs, keine Karte. 4 Minuten noch, vielleicht plus Nachspielzeit. Komm, gehen wir mal einen Schritt vor. Oh. Gehen wir einfach mal einen Schritt vor. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe das ja umgestellt mit den... wie heißt es hier? Ja, genau. Hallo? Mir fällt es gerade nicht ein. Achso, mit den Einblendungen. Aber ich muss ja vorher erstmal das Sprachpack für England runterladen. Oder amerikanische, oder englische eher gesagt. Und Alfonso Davies nochmal schön. Auch nochmal mit dem Doppelpack. Sehr gut. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Das Sprachpack noch nicht runtergeladen. Könnte ich später gleich mal machen. Sehr gut. Ja, komm schon. Wollen wir nicht sehen. Wollen wir nicht sehen. 4. Tor. Und damit Vogelsammer und Davies Doppelpack. Sehr gut. Und jetzt können wir ruhig defensiv gehen. Das können wir ruhig machen. Und damit haben wir gewonnen. Sehr gut. 4 zu 1. Das will ich alles nicht sehen. So. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Komm schon, komm schon. So, jetzt machen wir noch einmal kurz Training. Zack, zack, zack. Ah, verbessern nicht, sich nicht alle so, wie ich das wollte. Oh doch, wir sind Erster. Perfekt. Aber nur weil Köln... nur weil Köln ein Spiel weniger hatte. Und jetzt sind wir auch wieder Dritter. Und Arp verbessert sich auf eine 71 und Davies auf eine 74. Sehr gut. Gefällt mir. Okay, da haben wir noch ein paar Abschlussberichte. Die gucke ich mir jetzt nicht an. Habe jetzt keinen Bock drauf. Und dann geht's. Oh, möglicher Nationaltrainerposten. Wer will mich denn haben? Russland und Irland. Nee, keine Lust. Was die kommende Partie angeht. Ja, okay. Du fühlst dich gut. Dann können wir das ruhig mal machen. Was machen wir denn? Ah ne, packen wir mal Davies dahin. Staude dahin. Christiansen von Anfang an. Ich mach Shiplock von Anfang an. Ab bleibt mal drin. Vielleicht Bissig nochmal? Boah, ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich will mal hier so ein bisschen nochmal umtauschen, dass alle mal. Dann kommt Vogelsammer, gebe ich mal eine Pause. Ist schon auch noch eine Pause. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ja, ich will das auch sparen. Und dann simulieren wir. Und dann war es das auch schon für die Folge. Also gucken, was gegen Magdeburg läuft. Vielleicht läuft da ja was Gutes. Vielleicht ein Tor. Jetzt. Oder jetzt. Fehlt doch jetzt. Okay. Ich überspringe gleich mal. 3, 2, 1. Jawohl. Brady kommt rein. In der 50. Minute und in der 52. Minute macht er noch das Tor. 2 Siege in der Folge.
Schon mal ganz geil. Das heißt, wieder. Ah ne, heißt immer noch dritter Platz. Jetzt werden wir noch einmal zuletzt das Training machen. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir eine positive Bewertung da. Ein Kommentar wäre natürlich auch ganz toll. Ein Abo fände ich auch ganz schön. Oder wir, Julian und ich. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gegen... schauen wir mal gerade kurz. Gegen Darmstadt und gegen Union Berlin wieder. Also haut rein, bis dann und ciao.